verzeiht mir. Der kalte Wind setzt mir sehr zu. Yuriko, du wirst krank. Ach, Unsinn. Ich bringe dich nach Akashima. Dort sind Heiler. Wir müssen einen besonderen Ort besuchen. Welchen? Es ist nicht weit. Danach, verspreche ich, komme ich mit zu euren Heilern. Gut. Aber wenn es dir schlechter geht, gehen wir direkt nach Akashima. Natürlich, mein Herr. Immer so streng. Wo ist nun dieser besondere Ort? Habt Geduld. Du verrätst es nicht? Das ist nicht nötig. Reite voran. Ja. Vorsichtig, Yuriko. Wisst ihr, wo wir sind? Es gibt hier einen Onsen in der Nähe, oder? Da ist es. Sollen wir es uns näher ansehen? Ist es nicht wunderschön? Sehr schön. Warum sind wir hier? Seid ihr verärgert? Ich hoffe, es war nicht falsch, hierher zu kommen. Ich verstehe nicht. Es schmerzt mich, euch so voller Trauer zu sehen, wegen Fürstin Sakai und dem Kleinen. Yuriko, was ist mit dir? Es ist nichts. Ein kleiner Schwächeanfall. Wann hast du zuletzt gegessen? Gestern, glaube ich. Warte hier. Ich werde uns etwas suchen. Ich bin doch kein Kind. Bitte, Yuriko, ruh dich einen Moment aus. Wie ihr wünscht. Und weil ihr mich so lieb bittet. Ich bin bald zurück. Vielleicht ist Wild in der Nähe. Keiler. Den bringe ich Yuriko, damit sie ein wenig isst. So.
Yuriko! Yuriko! Ihr Pferd ist nicht hier. Sie ist weggeritten. Pulver, Kräuter. Sie ist hier lang. Yurikos Pferd. Sie kann nicht weit sein. Ich hoffe, du findest Frieden. Yuriko! Mein Herr. Yuriko, bist du verletzt? Nein. Ich habe mich nur verirrt. Wo wolltest du hin? Ich sah meine Mutter. Sie winkte, aber sie ging weiter. Ich musste sie einholen. Ich bringe dich heim. Nein, meine Mutter. Ich muss ein Opfer darbringen. Musst du nicht. Bitte. Für all die Male, die ich eure Wünsche befolgt habe, kommt mit mir. Ich muss meiner Mutter Respekt erweisen. Na gut. Überanstreng dich nicht. Dank. Meine Mutter ging oft mit mir in diesen Hügeln spazieren und lehrte mich über die Pflanzen. Vielleicht sahst du sie deshalb. Wir sind fast da. Oh, Kazumasa. Die Nacht, als ihr mir den kleinen Djinn brachtet, als er so krank war, nach all der Zeit allein im Wald. Und wir hatten schon Fürstin Sakai verloren. Kazumasa. Hört ihr mir zu? Ich höre zu. Ich gab ihm das Heilmittel meiner Mutter zu trinken. Wir saßen an seiner Seite die ganze Nacht.
Ihr hieltet meine Hand. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ich erinnere mich. Jene Nacht hatte ich solche Angst. Ich war so traurig wegen Jim. Aber ich war so glücklich. Bin ich deshalb ein schlechter Mensch? Nein. Als es ihm besser ging, als ihr mich lehrte zu reiten, an dem Tag ritten wir zum Onsen. Dieser Sonnenuntergang, rot und voll. Das war was? Der beste Tag meines Lebens. Es ist dunkel, Kazumasa. Sagt mir, was ihr seht. Ich kann bis nach Yarikawa sehen. Ich erinnere mich an den Krieg. Eine Tragödie für alle Clans. Dort sind noch gute Leute. Das ist der Tempel von Kushi. Man kann die Pagode sehen. Ich bete dort jedes Neujahr für euch. Und für den kleinen Jin. Und für meine Familie. Jin hat Glück, dass du so gut für ihn sorgst. Burg Kaneda. Ich wünschte, ihr wärt nicht so oft dort. Warum sagst du das? Ihr habt so viele Pflichten zu erfüllen. Ich bin dankbar für unsere gemeinsame Zeit. Doch sie ist nie genug. Nun sag mir, was du siehst. Yuriko. Ruhe jetzt, Yuriko. Die Stärke, die nötig ist, ist überall um uns. Die Mächtigen fallen letztendlich und sind nicht mehr als Staub im Wind. Handelt eure Waffe, Fürst Sakai! Gute Arbeit! Dank euch haben wir eine Armee, um meine Burg zurückzuerobern. Ich sagte doch, Yuna schafft das. Ich veranlasse bereits ihre Belohnung. Die Verstärkung des Shoguns wird bald hier sein. Doch vorher müssen wir ein neues Problem lösen. Meine Späher haben einen Befehl des Khans abgefangen. Er war adressiert an Ryuzo. Seine Söldner sind bereit, uns anzugreifen. Wisst ihr, wo Ryuzo ist? Nicht weit. Vor Koyasan. Ihr müsst ihm nicht selbst entgegentreten. Er war mein Freund. Ich kümmere mich um ihn.
Tut, was ihr müsst. Unsere Truppen sind kampfbereit, wenn ihr zurückkehrt. Yuna möchte vielleicht mitkommen. Wir können nicht alles mitnehmen. Was lässt du zurück? Mehr als du auch nur ahnst. Du verlässt uns? Dein Onkel hält sein Wort. Unser Boot liegt bei Sonnenaufgang ab. Ich brauche noch einmal deine Hilfe. Ryozo versteckt sich in Vorkoyasan. Ich kann nicht. Bitte verstehe. Ich habe mich mein Leben lang dafür geplagt. Ging hungrig zu Bett. Riskierte Kopf und Kragen, um Geld zu haben für ein neues Leben auf dem Festland. Ich kann nicht aufgeben. Ich weiß das doch auch. Hilf mir gegen Ryozo und ich bringe dich zum Schiff. Das ist dein Kampf, Jin. Nicht meiner. Ich will nur... Wir brauchen nur ein neues Leben. Ich halte dich nicht auf. Danke, Yuna. Für alles. Ich hoffe, du findest Frieden. Du auch. Mein Herr. Hört auf eure Schwester, Taka. Sie kümmert sich um euch. Lebt wohl. Fürst Sakai. Ich kann das allein. Im Schatten der Nacht. Vorkoyasan, ein Nest voller Verräter. Ich muss das vorausspähen. Los jetzt, Kagel! Strohhüte nicht schlimm genug. Fürst Sakai, wartet! Sch, ihr verratet uns noch! Ich lasse euch nicht allein gehen. Wenn Yuna nicht mit euch geht, dann muss ich es. Darauf seid ihr nicht vorbereitet. In Yarikawa sagtet ihr, wenn wir zusammenstehen, können wir unsere Heimat retten. Ich stehe hinter dem Geist. Ihr kämpft nicht gegen Mongolen, wenn euch was passiert. Lasst mich sie wenigstens ablenken und einige fortlocken. Das erhöht eure Chancen. Na gut. Wenn sie euch folgen, reitet so schnell ihr könnt ins Lager zurück. Ich enttäusche euch nicht. Los, ich werde jetzt zuschlagen. Hunde! Mongolen sind alle hässliche Hunde! Ich sage Fürst Shimura, dass ihr hier seid. Die Samurai werden euch holen. Die schneiden euch die Köpfe ab, ihr Feiglinge!
Gut gemacht, Tucker. Und jetzt bringt euch im Lager in Sicherheit. Keine Spur von Ryoso. Er muss hinter dem Tor sein. Яг уу. Ой, одоо гээд хартай. Ано. Yeah!
Schön, dich zu sehen. Du weißt, wieso ich hier bin. Ja. Ich habe dafür gesorgt, dass du mich findest. Der Khan will dich treffen. Ich bin nicht zum Reden hier. Du hast uns alle verraten. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Es muss nicht so enden. Doch, Ryozo, muss es. Fürst Sakai! Fürst Sakai! Bitte wacht auf! Taka, wie? Ihr wart so lange weg. Ich wusste, ihr habt Schwierigkeiten. Ich kam, um zu helfen, aber die Mongolen haben mich... Verdammt. Wir müssen uns befreien. Die werden uns umbringen. Nur wenn wir sie lassen. Versucht, loszukommen.